Im Namen des Jarls von Einlauf begrüßen wir den Pöbel ein weiteres Mal zur Kommentare Kommentiershow. Wacker, tipptet ihr stramme Kommentare zu unserem Lustspiel Skyrim Real Life 2? Hier ein pompöser Ausschnitt für euch. Ach komm, Alter, halt Maul! Ah! Real Life Call of Duty! Das finde ich eine gigantische Idee, das sollten wir wirklich mal machen. Ist bloß, glaube ich, ein bisschen schwierig, ne? Wir müssen uns richtig abschießen. Philipp, das kann man auch bearbeiten. Du kannst es garantiert nicht. Ja, ich kannst nicht, aber der Kurt. Der Kurt kann alles. Ich kenne doch Kurt gar nicht. Doch, der Kurt macht das schon. Kurt ist der oft bei uns die Visual Effects macht und deswegen ist es bei uns so ein Insider geworden. Wenn wir irgendwas im Film nicht hinkriegen, dann sagen wir immer, ja, macht der Kurt. Also wenn wir Elefanten brauchen, macht der Kurt. Call of Duty in Real Life, macht der Kurt. Bitte macht ein Real Life von Halo oder Portal, bitte. Ich habe sogar extra für euch auf meine Rechtschreibung geachtet. Wo steht, dass wir das voraussetzen? Nett. Naja, weil wir sonst über ihn herfahren und ihn verarschen und ja, seine Mutter ins Spiel bringen und sowas. Ja, es ist schon immer gut. Gute Rechtschreibung ist schon gut. Wie geht's deiner Mutter eigentlich? Kann ich selber nicht, aber... Was hat Tizi mit der Ziege gemacht? Eure Real Life sind geil. Weiter so. Das war doch keine Ziege, das war ein Pferd. Noch viel schlimmer, was hast du mit dem Pferd gemacht? Ich habe das Pferd nur gefüttert, guck mal genau hin. Mehr Cornflakes, Tizi. Ja, bisschen Milch. Ach, der Florian, der fragt, was haben da die Leute gedacht, als ihr durch den Rewe gerannt seid in Hippodstein? Ja, die haben schon ganz schön geschaut auf jeden Fall. Wir haben auch gesagt, also das war die riskanteste Szene überhaupt, weil wir hatten keine Drehgenehmigung und es war auch eigentlich nicht... Danke, dass du es jetzt offiziell sagst. Nein, gut, in Wirklichkeit haben wir einen Rewe nachgebaut, 1:1. Das hat der Kurt gebaut, das war cool. YT-Tainment Studios, die hier direkt hinter der Wand sind. Mr. Leo beschwert sich, dass wir teilweise in der Kommentiershow keine so ernst gemeinten Antworten geben, zum Beispiel auf die Frage, ob ich von einem 5-stöckigen Hochhaus tatsächlich gesprungen bin, habe ich keine ernste Antwort gegeben und du hast recht, Leo, und ich werde es jetzt ein bisschen ehrlicher probieren. Leo, du Volllappen! Du kannst doch damit rechnen, dass wenn du so schwachsinnige Fragen stellst, du auch schwachsinnige Antworten bekommst. Am besten du bringst dich um und die ganzen anderen Lappen auf der Welt auch gleich. Diese Schokokinder-Assis. Aslaks. Bring dich um, Leo. Oh Philipp, du musst... Fame-Hure. Du musst jetzt echt nicht in die unterste YouTube-Schublade reinkriechen. Entschuldigung, war nicht ernst gemeint. Ja, also lieber doch Antwort mit, es war ein Stuntman. Ey, darf ich dir einen Blondinenwitz erzählen? Aber nein, ich bin doch eine Blondine. Kein Problem, ich erzähle ihn ganz langsam. Der war lustig. Knut, der Eisbär, fragt, freut ihr euch schon auf nächsten Sonntag Gamescom? Ihr seid doch auch da, nicht wahr? Ja, wir freuen uns tierisch. Leider gibt es keine Karten mehr für den Video Day, aber ihr könnt uns live abchecken, links in der Infobox. Ja, das kann man mal einblenden. Wir freuen uns, wir treten auf mit Der letzte Sommer und noch einem anderen Song. Standard Time. Ja, das ist ja klar eigentlich. Ne? Ja, und ihr könnt uns dann treffen, mit uns Fotos machen, ja, kommt ihr von schön. Uns und wir machen auch ein Video. Und aber wir sind auch schon ein bisschen aufgeregt. Ein bisschen. Es sind ja dieses Mal mehr als letztes Jahr. TC, willst du mit mir Teletubbies gucken? Alleine traue ich mich sowas nicht. Wenn du mit mir Schnee... Was? Wenn du mit mir was? Bitte was? Ich wollte sagen, wenn sie mit mir Schneeflittchen guckt und mir dabei hilft, dann kann ich mit ihr auch Teletubbies gucken. Alter, sowas nennt sich freudscher Versprecher. Was habe ich denn gesagt? Alter, ich hoffe, dich sie ist nicht minderjährig. Ja, was habe ich denn gesagt? Du hast gesagt, wenn du mit mir schläfst. Hä? Das stimmt, spul zurück! Wenn du mit mir schläfst. Was? Wer spricht eigentlich Gronkh nach? Das mache ich, und zwar habe ich da eine App gefunden, mit der man die Stimme in Gronkh umwandeln kann. Gronkh, kleinen Moment. Willkommen zurück zu Skyrim Real Life. Willkommen zurück zu Skyrim Real Life. Boah. Nicht schlecht, oder? Gronkh Voice heißt die App. Abby. Guckt alle mal nach. Hinter euch! Ah, fuck, ist er wieder da, oder was? Oh, scheiße. Da, los, raus! Ledersofa-Monster hat ihn erwischt. Fuck. Tut uns leid für diesen kleinen Zwischenfall. Wir haben ein bisschen Probleme mit dem Ledersofa. Das ist ein bisschen
etwas krasseres Ungeziefer drin. Wir müssen den Kammerjäger mal wiederholen. Os geht's gut, es ist ihm nichts passiert, er ist ein bisschen blass geworden. Ich glaube, er hat ein bisschen Hunger, oder? Alles okay, Os? Geht's dir? Mir geht's okay. Gut. Wir machen mal weiter, nächster Kommentar. Warum sitzt ihr in der ComCom-Show eigentlich immer in der gleichen Reihenfolge? Tun wir eigentlich gar nicht. Hä, Alter, lügst du jetzt rum, oder was? Verbreitet vor Lügen. Der Selina. Kommt zu dir. Selina verbreitet. Kommt zu dir nach Hause und dann geht's. Nee, Punch. Also ganz ehrlich, bei mir ist es, weil ich hier halt irgendwie mich schon so eingesessen habe. Das sitzt hier total komisch. Mit der Ost geht's nicht so gut, oder? Tisi, was soll denn das? Das war es nun mit unserer Schelmerei. Wir sehen uns, wenn die Sonne erneut das geweihte Land kitzelt, sprich am Freititi-Tag mit einer Parodie auf uns selbst oder wieder am kommenden Mittwoch in der Kommentare-Kommentiershow, in der wir eure Kommentare kommentieren. Kommt wieder!